Der verspottete Spötter. Die Bewohner Jerusalems standen im Rufe, große Geistesschärfe, Fertigkeit und Gewandtheit in geistreichen Antworten zu besitzen. Die Athener rühmten sich derselben Vorzüge und machten ihnen vor allen anderen Völkern diesen Ruhm streitig. Es entstanden daraus öfter sehr lebhafte Wettstreite und schlimme Zankereien. Ein Athener, der sich einmal in den Straßen Jerusalems herumtrieb, schaute allen mit einer herausfordernden Miene ins Gesicht und zog mit höhnischen Gebärden den angeblichen Scharfsinn der Einwohner ins Lächerliche und Spöttische. Mehrere Bewohner standen beisammen und berieten, wie sie dafür Rache nehmen könnten. Da rief einer der Gesellschaft: Lasst mich dafür sorgen, ich verspreche euch, ihn dermaßen hereinzulegen, dass ihr darüber laut auflachen werdet. Nach einigen Minuten begab sich der Jerusalemer, der den Auftrag übernommen hatte, die Seinigen zu rächen, nach Athen. Er ging auf und ab und begegnete endlich dem stolzen Spötter. Er ließ sich in ein Gespräch mit ihm ein und wusste so viel zu sagen, dass der andere ihm Gastfreundschaft anbot. Er nahm ihn in sein Haus auf und begleitete ihn auch durch die Stadt, um ihm die bemerkenswertesten Dinge zu zeigen. Auf einem dieser Gänge zerriss eine Sandale an einem Fuße des Jerusalemers. Er ging mit dem Gefährten in einen Schusterladen und warf eine goldene Münze als Preis für eine neue Sandale auf den Tisch. Der Begleiter riss die Augen auf, schaute voller Überraschung und schwieg. Einige Tage später zerriss auf einem ihrer gewöhnlichen Gänge die andere Sandale am Fuße des Israeliten. Er ging abermals mit dem Gefährten zum Schuster und reichte eine andere Goldmünze für eine neue Sandale hin. Der Athener, der sich nicht mehr halten konnte, fragte: Was? Hast du solchen Überfluss an Gold, dass du es wie Steine wegwirfst? Wie Steine? Antwortete der Jude. Ich verstehe nicht. Ich habe den Wert bezahlt und nicht mehr. Den Wert? Also sind die Sandalen bei euch so kostbar? Sehr kostbar. Es sind so wenige, die sie machen. Wirklich? Fragte der Athener erstaunt. Hier bekommt man sie um einen sehr geringen Preis. Da wäre ja ein schöner Gewinn zu machen. Wenn ich einen Wagen voll dahin fahren würde, würdest du mir beim Verkaufe helfen? Sicherlich wirst du einen großen Gewinn machen. Nimm deine Ware, begib dich nach Jerusalem und zähle auf mich. Aber gib wohl Acht, dass du nicht in die Stadt hineingehst, bis du mich davon in Kenntnis gesetzt hast. Ich werde sogleich kommen, um dich abzuholen und dir jede Auskunft geben, die dir nützen kann. Der Athener, sehr zufrieden wegen des Glückes, das ihm bevorstand, wollte es sich nicht entschlüpfen lassen. Er schaffte so viele Sandalen zusammen, als er nur konnte, und bekam einen Wagen voll. Er bildete sich schon ein, mit dem Wagen voll Gold zurückzukehren. Angekommen an dem Turm Jerusalems, ließ er seinen Freund benachrichtigen. Dieser kam schnell herbei, begrüßte seinen Gast und sagte ihm: Bravo, du hast wirklich einen guten Augenblick getroffen. Es war noch nie eine so große Teuerung an Sandalen wie jetzt. Es ist aber ein kleines Hindernis vorhanden, eine Förmlichkeit, ein Nichts,
Es darf aber nicht schaden. Von welcher Förmlichkeit willst du mir sprechen? Siehe, seit kurzem wurde hier angeordnet, dass alle Kaufleute und Handwerker ihre Kennzeichen haben. Für die Schuhmacher wurde bestimmt, dass sie den Bart rasiert und das Gesicht geschwärzt haben. Es ist Gesetz für alle. Du musst dich also dem allgemeinen Gesetz unterwerfen. Der Athener dachte sich, was für ein großes Unglück. Der Bart wird wieder wachsen und das Gesicht wird wieder weiß werden. Um einen schönen Schatz zu verdienen, ist das nur eine Kleinigkeit. In der Tat, nach einigen Stunden ging der Athener bartlos und ganz schwarz mit den Sandalen in die Stadt. Bei diesem Anblick blieben die Vorübergehenden stehen, betrachteten ihn und lachten. Die Menge drängte sich, umringte ihn und rief, »Oh, was für ein schönes Gesicht! Schau, schau!« Alle platzten vor Lachen. Anfänglich achtete der Athener nicht darauf und bot seine Sandalen zum Verkauf an. »Um welchen Preis?« fragte man ihn. »Eine Goldmünze, das Paar.« »Er ist ein Narr, er ist ein Narr«, schrien alle, und alle foppten ihn um die Wette. Der arme Verhöhnte sah unter der Menge seinen Juden und sagte traurig und bestürzt zu ihm, »In meinem Hause wurdest du ganz anders aufgenommen.« »Es ist wahr«, antwortete der Jerusalemer, »und ich bin bereit, dich dafür zu entschädigen. Aber das ist nur eine Lektion. Du wolltest uns verspotten, und du selbst wirst verspottet.« Thank you.